Eigentlich war Putin in Taschkent in Usbekistan zu einem völlig anderen Thema. Aber natürlich wurde er heute dort von Journalisten sofort nach seiner Meinung zum Brexit, dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU, befragt. Hier seine Antwort, insbesondere auf die Unterstellung, Russland habe den Brexit unterstützt. Nun, in Bezug auf einen Kommentar zur Abstimmung im Vereinigten Königreich. Ich habe schon gesagt, dass wir uns dort nicht einmischen werden, nie die Sache gestört oder darüber gesprochen haben, und das war nach meiner Meinung sehr gut. Natürlich haben wir eng verfolgt, was geschah, aber versucht auf keine Weise Einfluss zu nehmen. Das ist eine Aussage des Premierministers von Großbritannien, die eine vorgebliche Position Russlands zum Ausdruck brachte, die gar keine Grundlage hatte. Ich denke, das war nichts anderes als ein fehlerhafter Versuch, die öffentliche Meinung im eigenen Land zu beeinflussen. Wir sehen, er führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Umso mehr wäre es nicht richtig, jetzt russische Positionen zur Abstimmung zu erklären. Das wäre ein Zeichen fehlender politischer Kultur. Jetzt zum Wesen der Entscheidung. Für Großbritannien und Europa als Ganzes und auch für uns wird sie natürlich Folgen haben. Die Durchführung des Referendums und die folgenden Ereignisse sind heute bereits nur oberflächliche Dinge im Vergleich zu den entscheidenden Fragen, die für das Land von der britischen Führung nun zu lösen sind. Und die Folgen werden einen globalen Charakter haben. Ich wiederhole, das ist unvermeidbar. Es werden positive und negative Folgen sein. Märkte werden zunächst verschwinden. Auf mittlere Sicht wird wohl alles wiederhergestellt werden. Wir werden erst später sehen, ob positive oder negative Aspekte überwiegen. В перспективе все восстановится, безусловно. Что там будет больше плюсов и минусов, или минусов покажет жизнь, покажет практика. Для людей... In Bezug auf die normalen Bürger Großbritanniens ist für mich klar, warum das geschah. Erst einmal will niemand schwächere Wirtschaften ernähren und subventionieren, andere Staaten, ganze Nationen erhalten. И субсидировать. Более слабой экономики, содержать другие государства, целые народы, это очевидный факт. Видимо, люди недовольны. Das ist eine offenkundige Tatsache. Offenbar sind die Menschen mit Entscheidungen, die ihr Sicherheitsgefühl betreffen, unzufrieden, dass sich heute scharf angesichts der großen Migrationsprozesse verschlechtert. Die Menschen wollen unabhängiger sein. Ein ehemaliger Führer eines EU-Staates hat einmal zu mir gesagt, dass die Anzahl der verbindlichen Entscheidungen des Europäischen Parlaments prozentual größer ist als die Anzahl der verbindlichen Entscheidungen des obersten Sowjeter oder SSR in der Sowjetunion. Das bedeutet, dass die Konzentration der Macht dort sehr hoch ist. Der eine will diesen Weg gehen, die Öffnung der nationalen Grenzen, der andere nicht. Die überwiegende Mehrheit der britischen Bürger, nach dem aktuellen Ergebnis zu urteilen, wollte es nicht. Aber ich möchte noch einmal wiederholen, was ich vor kurzem auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum gesagt habe. Es ist die Entscheidung Großbritanniens. Wir stören das nicht, wir mischen uns nicht ein und wir haben dazu auch nicht die Absicht. Offenbar folgt nun das formale Verfahren, das mit der britischen Entscheidung verbunden ist, aus der EU auszutreten.
formalen Prozeduren, связанные с решением британцев о выходе из Евросоюза. Wir werden dem sorgfältig folgen, es analysieren, uns bemühen, negative Auswirkungen für unsere Wirtschaft zu minimieren, weil wir sehen, dass nun die Märkte und Währungen hart getroffen wurden. Was unweigerlich Einfluss auf die Börsenkurse hat und damit auf die Preise traditioneller Rohstoffe. Aber ich bin sicher, dass das so schnell wie möglich behoben wird. Wir erwarten keine globale Katastrophe in dieser Hinsicht. Natürlich werden wir genau beobachten und unsere Wirtschaftspolitik anpassen, ebenso wie unsere Beziehungen zu unseren Partnern in Europa. Bei der Sanktionspolitik glaube ich nicht, dass es sich auf unsere Beziehungen mit der EU irgendwie auswirkt. Wir sehen keinen Beginn der Rücknahme der Sanktionen auf beiden Seiten und reagieren immer nur auf die Einschränkungen, die unserem Land auferlegt werden. Im folgenden Teil des Statements sprach Putin über die Situation im Donbass. Dieser Redeauszug wurde übersetzt mit Unterstützung der Sprachschulen Liden und Denz, wo ihr in Moskau und St. Petersburg Russisch lernen könnt. Unter dem Link oben die Meinung der Russen zur anstehenden US-Präsidentenwahl. Abonniert unseren Channel bei YouTube für aktuelle Russland-News.